Was für ein Bild. 2,5 Jahre hat man das vermisst, mein Gott. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber es liegt viel hinter uns. Viel. Nicht nur, dass wir alle gemeinsam die Pandemie, ich kann auch nicht mal sagen, überstanden haben, aber wie gesagt, ihr seid heute hier das beste Beispiel, dass es auch gehen kann, dass wir damit leben müssen, dass dieses Wort Corona nun mal jetzt einen Platz hat, leider. Aber ich freue mich ungemein, ich kann es nicht oft genug sagen, heute dieses Bild hier zu sehen mit euch, eure strahlenden Gesichter, dass ihr wieder eng miteinander steht, dass wir irgendwie menschlich sein können miteinander. Umarmung und Berührung, denn all das brauchen wir, all das hat uns gefehlt und ich bin, wie gesagt, wahnsinnig froh, dass ich heute hier stehen darf. Ich habe in den letzten Jahren, oder kann ich wirklich sagen Jahren, ich habe damit verbracht, einfach mein neues Album aufzunehmen. Ich habe reflektiert, was ich mitteilen möchte. Ich bin als Künstlerin gereift, auch mein Privatleben ist sehr viel passiert. Ein wunderschönes Gefühl. Hier steht sozusagen eine neue, aber auch irgendwo die alte Helene hier vor euch. Ich habe die Zeit einfach genutzt und habe an Songs geschrieben, habe zum ersten Mal mir die Zeit genommen und habe geschrieben, habe die Dinge wieder verworfen und habe einfach mal in mein Innerstes hören dürfen und daraus sind sehr, sehr viele persönliche Songs entstanden, unter anderem auch der nächste, heißt Volle Kraft voraus. Und mit diesem Song schaue ich auch so ein bisschen auf die guten alten Zeiten zurück, aber kann nur sagen, voller Dankbarkeit. Und ich denke, euch wird es genauso gehen. Oder ich hoffe, dass ihr vielleicht die Erfahrung gemacht habt, dass man alte Kapitel einfach abschließt, aber bereit ist für neue. Und das sollte Mut und Hoffnung geben. Von daher hier für euch, heute hier bei diesem wunderschönen Wetter und in dieser traumhaften Kulisse. Volle Kraft voraus. Volle Kraft.